Hallöchen, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit einem kleinen Städtevlog und zwar geht es für mich nach Berlin. Ja, wir verbringen ein langes Wochenende in Berlin. Es geht jetzt am Freitagabend oder Nachmittag von uns los. Es sind so knapp dreieinhalb Stunden. Wir sind diesmal in einem Hotel. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe in Berlin, ich glaube, bisher nur einmal in einem Hotel übernachtet. Und das war, als ich mit den Kingsianern in Berlin war. Richtig, sonst übernachte ich immer bei Freunden. Und was natürlich auch viel gemütlicher ist und man da auch einfach mehr Zeit miteinander hat. Das Ziel ist natürlich auch, meine liebste Freundin jetzt morgen dann auch in Berlin zu treffen. Wir möchten natürlich ein bisschen shoppen und bummeln und einen viel zu teuren Starbucks weihnachtlichen, winterlichen Kaffee trinken. Lecker essen heute und morgen. Und am Sonntag, gibt es dann so ein bisschen Sightseeing. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Wir wollen so die ganz klassische Touri-Runde machen, weil meine Begleitungen, die zwei Mädels, tatsächlich noch nie in Berlin waren, was auch gar nicht schlimm ist oder verwerflich. Aber ich natürlich jetzt mal so ein bisschen wieder Touri spielen kann, mal ein bisschen was sehe, was ich schon, vielleicht am Ende tatsächlich 10 Jahre nicht mehr gesehen habe. Wir wollen zu Madame Tussaud. Wir werden so ein Hop-on, Hop-off-Ticket uns besorgen und Berlin unsicher machen. Und ich nehme euch ein bisschen mit. Ist natürlich auch ähnlich wie in Ägypten dann ein bisschen schwierig mit dem Gesichtstalk sozusagen, aber ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen mit Voice-Over arbeiten oder ein bisschen Musik und einfach die Bilder für sich sprechen lassen. Habt viel Spaß beim Berlin-Vlog und vielleicht ist ja so der ein oder andere Tipp auch für euch dabei. Hier sieht man dann eine wunderbare U-Bahn-Station, die uns einladend begrüßt hat. Wir waren im Titanic Hotel Berlin am Kudamm. Es war alles so ein bisschen retro gehalten, was ich tatsächlich ganz schick fand. Es war auch wirklich sehr zentral und war wirklich toll gelegen. Das Hotelzimmer war sehr modern, sehr sauber. Wir hatten ein Dreibettzimmer, was wirklich vom Platz super gereicht hat. Die Betten waren bequem, es war sauber, es war komfortabel. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass es keine komplette Bad Tür gab, sondern nur eine Tür Richtung Toilette, was auch okay war. Die Dusche selbst war dann nur mit Glas sozusagen abgeschottet, aber wir haben uns da eine Nacht oder zwei Nächte arrangiert. Ja, hier noch ein bisschen Retro-Charme auf dem Weg zum Frühstück und hier muss ich sagen, bleibt wirklich überhaupt kein Wunsch offen. Es war ein wahnsinnig tolles, auswahlmäßig großes Frühstück. Für jedes Herz etwas dabei, egal ob herzhaft süß oder eben auch vegan oder vegetarisch, alles war da. Kulinarisch war ich sehr verwöhnt von mexikanisch über asiatisch und dann ein bisschen untypisch bei Peter Bain mit einem leckeren veganen Burger. Ich muss echt sagen, es war super lecker. Es war toll, so viel Vegetarisches und Veganes angeboten zu bekommen. Bin ich ja aus meiner Kleinstadt nicht ganz so gewöhnt und verwöhnt, aber es war sehr, sehr lecker. Nach dem Essen ist vor den Sightseeing. Ja, wir haben sowohl am Samstag ein bisschen als dann auch am Sonntag so ein bisschen noch eine kleine Touri-Tour gemacht und haben auch ein Hop-on-Hop-off-Ticket mit einer Busfahrt, Stadtrundfahrt gewählt. Das kann ich nur so semi empfehlen, aber natürlich ist Berlin definitiv historisch betrachtet sehenswert, egal ob das KDW, ob das Adlon, ob die Gedächtniskirche oder natürlich auch das Brandenburger Tor, was bei uns, wie sollte es anders sein, verhüllt ist. Es hat sich versteckt.
Fand ich tatsächlich sehr, sehr schade, aber natürlich ist es auch trotzdem ein richtiger Hingucker. Und ich bin super gerne in Berlin unterwegs und ich mag so diese Stimmung von dem Alten und gleichzeitig trifft das Moderne. Und wir haben auch so diese Unterschiede Ost und West, die eben doch so ein bisschen spürbar nach all den Jahren sind. Und ich finde das richtig schön, so in diese Geschichte einzutauchen, hier so ein bisschen mitzugehen, Dinge zu erfahren, auch im Vorfeld sich ein bisschen zu belesen. Hat mir richtig gut gefallen. Bei dem Hop-On- und Hop-Off-Ticket muss ich sagen, wir standen gefühlt mehr, als dass wir gefahren sind. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Zudem wurde auch wirklich wenig erzählt. Da hätte ich mir einfach viel mehr Input gewünscht. Aber vielleicht bin ich da auch ein sehr spezieller Tourist, der es gewöhnt ist, ganz tief einzutauchen. Aber alles in allem war es richtig schön, Berlin auch mal wieder von der Seite zu sehen. Dann ging es für uns zu Madame Tussauds und es wurden viele, viele Bilder gemacht und viele Videos aufgenommen. Ich werde euch nur einen Bruchteil davon zeigen und ich muss echt sagen, ich bin immer wieder beeindruckt. Es ist mein zweites Mal dort gewesen, wie echt manche Figuren wirken. Es ist manchmal schon fast etwas gruselig, aber macht Spaß. Dann ging es am Sonntagnachmittag auch schon wieder nach Hause. Wir sind zum Glück mit dem Auto gut zu Hause angekommen. Es war wirklich ein wunderbares Wochenende, was uns mit Schnee am Freitag begrüßte, am Samstag Wolken und ein paar Schauer für uns bereithielt. Und der Sonntag war dann strahlend blauer Himmel mit vereinzelten Wolken. Und ich fand das Wochenende richtig, richtig schön. Berlin ist definitiv immer eine Reise wert. Es gibt so viel zu sehen und es steht auch noch einiges. Ja, was ich sehen möchte auf meiner Liste, wenn ich denn nächstes Jahr mal wieder nach Berlin reise. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.